das bevorsteht. So. Ups. Mein Fehler. Dann mache ich das nochmal so. Ob diese Kreaturen dich umringen? Das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod geben. Oh, dieser Drecksack. Ich hasse diese Houdini-Splicer. Ich hasse sie. Ich war unsichtbar. Der hätte mich normalerweise nicht sehen müssen. Gut. Hat funktioniert. Irgendein Enzym. Den hat's weggewäscht. Sie sind alle tot? Jo. Weiter jetzt zum Kern. Ah, hier liegt noch ein Verbandskasten. Wie ein Kern. Ah, okay. Gut. Hier gibt's nichts, ne? Weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Du Hacker! Ionischer Schrot! Nostalgie. Neues Tonikum. Shorten Alarms. Manche häufige Sicherheitsalarme machen häufige Sicherheitsalarme dich taub. Reduziere die Schmerzen mit dem verbesserten Shorten Alarms. Tempo-Hacker, Security-Expert, Hacker-Focus, Hacking-Expert, Safe-Knacker. Mach ich mal das, weil Safe-Knacker, glaube ich, relativ simpel ist, vor allem da ich jetzt recht viele Auto-Hacker habe. Was hat dir Atlas angeboten? Ein Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Ich kenne das Spiel ja, deswegen... lass ich das mal. Unkommentiert. Mein Gott, was machst du da unten für einen Lärm? Gut, Rosie. Wo kommt denn dieser Alarm her? Und vor allem warum? Achso, ich habe Gesundheit erreicht. Super.
Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Zeitdruck. Meine körperlichen Kräfte schwinden, wirst du mich nicht besiegen. Ja, natürlich. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her, sondern von Intellekt und Willenskraft. Natürlich, dir geht der Arsch auf. Hörst du mich, Atlas? Bei Andrew Ryan ist für dich nichts zu holen, außer Tod und Verderben. Oh, das ist gemein. Ich kann dir die Bolzen aus der Leiche ziehen. Alter Schwede, frisst die viel. Ich glaube, ich sollte hier wirklich mit... Nee, Panzer brechen nicht. Wo haben wir denn hier Antipersonen-Döns rumlaufen? Will mal gucken, ob ich den hacken kann. Ich glaube, so ein Teil bei uns auf unserer Seite zu haben, ist nicht schlecht. Jo. Das sieht doch ganz gut aus. Haben wir schon mal... Nein! Wir haben ja schon mal einen. Der ist einigermaßen schwer zu hacken. Das geht eigentlich, finde ich. So, klappt's? Habe ich noch so ein Teil nach unten oder muss ich tricksen? Ne, ich habe noch eins. Super. Letztendlich ist mir nur eines von Bedeutung. Das bin ich selbst. Und das Einzige, was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge. Super. Spiel gespeichert. Gut, geht zu Andrew Ryans Büro. Reicht das jetzt oder muss ich mich hier noch auf irgendwas? Auch in einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen, du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit. Und Fresse halten hat seine Zeit. Boah, das kannst du vergessen, hier hab ich gar nichts.
letzte Sache zu besprechen. Was? Ryan hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Okay, Objekt anfertigen. Genbank-Upgrades. Oder aber eigentlich, was das angeht. Ganz glücklich. Geht das so? Nee, geht nicht. Okay. Schade, hätte ja klappen können. Ich muss da irgendwie rein. Ja, super. Ja, ich bin jetzt. Komm her, Andrew. Dir geht der Arsch auf Grundeis. Obi, fein. Ich würde mir das gerne mal hier angucken. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Su Shong, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. What? Wärst du so freundlich? Jasmine, Jolene, aha. Und sind wir das? Was hat die Tenbaum damit? Also sie sind alle in irgendeiner Weise miteinander verknüpft. Und wir sind wahrscheinlich auch kein Fremder. Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und dann dieser Ort hier? Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? What? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Halt, wärst du so freundlich, stehen zu bleiben. Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich, 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 endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Sind wir selbst? Aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl! Okay.
gehorcht! Gehorche! Das war's. Beeil dich, schnapp dir Ryans genetischen Schlüssel! Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken! Interessant. Ich glaube, wir sind hier gar nicht so. Ups. Da habe ich jetzt... Das war jetzt eine von diesen Kommentatorrollen, die man sich theoretisch reingucken kann. Aber die enthalten ja Spoiler, von daher holen wir das erstmal nicht. Wärst du so freundlich? Ist Atlas der Böse? Du Mistsau. Ich hatte es im... Die ist mir gerade ein bisschen leise.